Im Vergleich zu dem Disneyland da unten sieht das hier alt und heilig aus. Gefühlt habe ich vielleicht eine halbe Stunde gebraucht. Dann gucken wir doch mal, was das goldene Dreieck so kann. Aber im Endeffekt ist es halt auch nur ein Viewpoint. Ja, und da habe ich jetzt in der Tat ein Visum bekommen. Da bin ich auch schon wieder in Chiang Mai. Ich werde jetzt hier erstmal noch ein bisschen relaxen, bevor es dann weitergeht an die Westküste nach Khao Lak. Ich habe unterwegs einen kurzen Stopp gemacht an einer heißen Quelle, / Geysir. Wie mir aber scheint, ist das alles künstlich angelegt gewesen und in erster Linie eine Attraktion für Chinesen. Ich habe jetzt hier gerade in meinem Guesthouse eingecheckt. Ich habe eine kleine Veranda vorne und ein japanisches Futon. Das ist halt nichts für Trottel. Da muss man gut aufpassen, dass man sich beim Hoch- und Runterklettern nicht immer auf die Fresse legt. Ich habe eine Kante nicht gesehen, die noch unterhalb der Stufe ist und bin erstmal schön aufs Knie geflogen. Worum es aber eigentlich in dieser Episode geht, ist mein Trip ins Goldene Dreieck. Und was das Goldene Dreieck so kann, das seht ihr jetzt. Auf dem Weg zur burmesischen Grenze habe ich einen kleinen Stopover eingelegt am Wat Tham Pla. Ich habe hier gerade schon gesehen, dass hier Affen rumlaufen. Ich weiß zwar nicht, ob die auch so klauen wie auf Bali, aber vielleicht verstaue ich doch besser mal meine Sonnenbrille und Mütze. Im Vergleich zu dem Disneyland da unten sieht das hier alt und heilig aus. Okay, das ist dann also Maesai. Hinter mir befindet sich die Grenze nach Myanmar. Rüberfahren kann ich nicht, da ich natürlich kein Visum für Myanmar habe. Ansonsten habe ich mir von Maesai etwas mehr versprochen als eine langgezogene Schnellstraße mit Gewerbegebiet, den klassischen Thai-Touristenmarkt und eben den bewachten Grenzposten.
Ja, und ich habe soeben erfahren, dass man für 500 Baht ein Tagesvisum beantragen kann an der Immigration und zu Fuß die Grenze passieren darf. Und natürlich mache ich das dann auch und lass mir schön Myanmar in den Reisepass stempeln. Ja, und da habe ich jetzt in der Tat ein Visum bekommen. Und dann bin ich in Myanmar. Auf der Seite hier der gleiche Touristenmarkt, nur sind die hier weitaus aufdringlicher. Gut, natürlich ist das die Haupteinkommensquelle hier für die Stadt. Die Thais, die über die Grenze zum Billig-Shoppen kommen, oder die Tagestouristen, so wie ich jetzt auch mein Visa gerade besorgt habe, könnte trotzdem etwas anstrengend werden, das Ganze. Na, was fällt hier auf? Korrekt, nicht nur eine andere Schrift, sondern auch Rechtsverkehr. Ja, also dieser Touristenmarkt ist halt echt irgendwie nix. Im Endeffekt ist das halt alles irgendwie großer Nepp. Die Verkäufer sind mega aufdringlich, wollen einem Stangenzigaretten oder gefälschte Viagra verkaufen. Alle 2 Meter steht ein Tuk-Tuk-Fahrer, der einem hinterher brüllt. Ich kann hier auch nicht den ganzen Tag verbringen. Wollte ja eigentlich noch ins richtige Dreiländereck fahren. Deswegen werde ich gucken, dass ich jetzt wieder durch die Immigration gehe und wieder nach Thailand rübergehe. Das ging auch jetzt recht fix. Gefühlt habe ich vielleicht eine halbe Stunde gebraucht. Dann gucken wir doch mal, was das goldene Dreieck so kann. Aber im Endeffekt ist es halt auch nur ein Viewpoint. Das da drüben ist übrigens der Teil von Laos, auf den man rüberschippern kann. Allerdings ist das auch nur eine ökonomische Sonderhandelszone und auch nichts weiter als ein weiterer Touristenmarkt. Das spare ich mir jetzt einfach mal. Ja, was jetzt noch fehlt, ist mein Fazit zu Chiang Rai und Umgebung. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war positiv überrascht. Wesentlich untouristischer als jetzt zum Beispiel Chiang Mai. Ich war jetzt selber natürlich nur ein paar Tage da oben in der Ecke. Wenn man sich wirklich jeden Tempel angucken möchte, kann man da durchaus auch Wochen verbringen. Der einzige Nachteil, man braucht auf jeden Fall ein Fahrzeug. Ohne Moped ist man dort relativ aufgeschmissen, da die meisten Sehenswürdigkeiten dann doch eher im Umland liegen und es durchaus einige Kilometer abzureißen sind. Ja, ich hätte halt auch so eine Tour machen können. Aber wer mich kennt, der weiß, dass das halt so überhaupt nicht mein Style ist. Und letztendlich sitzt man von den 12 Stunden circa 8 bis 9 im Bus und klappert in der restlichen Zeit hardcore 8 bis 9 Attraktionen ab. Auch nach Myanmar über die Grenze zu gehen, war definitiv mal ein Erlebnis. Auch wenn natürlich klar ist, dass das nicht das richtige Myanmar ist. Die behalten da unter anderem deinen Pass an der Grenze ein, stellen einen Passierschein aus und geben einem den Pass dann bei der Wiedereinreise zurück, um sicherzustellen, dass du auch wirklich nur einen Tag drüben bleibst. Für mich geht es jetzt weiter an die Westküste zum Tauchen. Vielleicht auch nicht die schlechteste Entscheidung, denn hier in Chiang Mai ist es in den letzten Tagen schon sehr smoky geworden. Ob die Feinstaubwerte sind jetzt nicht im optimalen Bereich zurzeit. Wie auch immer, der Norden von Thailand, geile Kiste das Ganze. Ich würde auf jeden Fall wiederkommen nach Chiang Rai. Vielleicht dann auch mal für eine etwas längere Motorradtour. Vertraut euch ruhig.